Leute, was hasse ich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch das Büro aus der Resident Evil 2.0 von The Joker vorstellen und natürlich auch erklären. Dieses Büro ist ein ganz besonderes Büro, denn wir haben hier einen Knopf, in dem wir den nächsten Gast rufen können. Wenn wir diesen drücken, hören wir einmal einen Signalton, die Tür öffnet sich und hier vorne im Warteraum geht auch diese Fackel an, welche den Gästen signalisiert, dass der nächste Gast jetzt reinkommen darf. Diese Tür ist auch keine ganz normale Tür, sondern eine One-Click-Open-Door. Das heißt, ich drücke auf eine Tür und automatisch öffnen sich alle Türen. In dem Fall sogar hier alle vier Türen. Wie ihr das Ganze bauen könnt, möchte ich euch natürlich jetzt gleich erklären. Aber falls du noch kein Teil der RBA bist, kannst du das jetzt ganz einfach ändern, indem du auf Abonnieren klickst und so auch kein Video mehr verpasst. Dann schnappt euch mal euer Redstone Inventar und dann startet auch schon das Tutorial. Ich habe jetzt hier mein Redstone Inventar und wir starten erstmal damit, dass wir uns jetzt hier vier Observer schnappen, die wir jetzt hier einmal mit dem Gesicht nach oben in den Boden platzieren. So, dann sollte das Ganze bei euch so aussehen. Dann brauchen wir unter den Observern auch mal ein bisschen Platz, weil hier kommen einmal so zwei Blöcke hin, wo Redstone drauf kommt und dann kommt da und da noch ein Block hin. Falls das Ganze zu schnell geht, kannst du das Video natürlich auch gerne anhalten, damit du das Ganze ganz in Ruhe nachbauen kannst. Dann schnappen wir uns hier einmal einen ganz normalen Pisten. Wenn wir jetzt einmal hierhin platzieren, dann suchen wir uns jetzt ein Baumaterial für unser Büro aus. In dem Fall sind es hier Bookshelves bei mir, also Bücherregale, genauso wie Showcraft das gemacht hat. Dann brauchen wir noch eine Tür, die wir jetzt von innen im Büro haben wollen und noch eine Tür, die wir im Wartezimmer haben wollen. Da nehme ich jetzt genau diese Türen, wie sie Slowcraft das gemacht hat. Ich werde den Warteraum jetzt auch nicht mit einem anderen Baumaterial, obwohl doch, ich mache es jetzt einfach nur einfach so. Wie gesagt, solltet ihr das Ganze hier auch mit einem anderen Baumaterial machen, das sieht halt deutlich besser aus. Das könnt ihr euch natürlich aber aussuchen, wie ihr das Ganze designt. Hier ist dann jetzt unser Warteraum. Ich stelle gerade fest, dass das mit dem Platz tatsächlich ein kleines Problem werden könnte. Deswegen baue ich das Ganze jetzt hier mal ein bisschen enger. Mit dem Platz, weil da hinten habe ich ja das Beispiel gebaut. Ich glaube, ich habe das ein bisschen nah aneinander gebaut. So, dann schnappen wir uns jetzt hier einmal Smooth Stone oder halt einen Baublock, den wir wollen. Den wir jetzt einmal so hier in die Wand platzieren. Dann kommt hier eine Fackel hin. Dann schnappen wir uns einmal ein Schild, auf das wir jetzt schreiben. Lampe an, Doppelpunkt. Was habe ich denn da hinten geschrieben? Lampe an, bitte kommen Sie in das Büro. So, dann nehme ich mir mal das Schild, zack. So, dann können wir das Ganze hier natürlich auch noch weiterbauen. Ich versuche das Ganze jetzt hier schnell zu bauen, damit das Tutorial für euch nicht allzu lange ist. So, dann bauen wir hier noch so eine kleine Couch hin, wo die Gäste drauf warten können. Von innen müssen wir das Ganze natürlich jetzt auch noch weiterbauen. So. Wir sind hier noch lange nicht fertig mit der Tür. Hier kommt jetzt nämlich einmal ein Repeater, dann hier eine Redstone-Fackel, dann hier überall einmal Redstone und hier ein Repeater hin. Dann kommt hier einmal unser Baublock hin, hier eine Fackel, so. Dann auch nochmal hier eine Fackel, dann platzieren wir da einmal einen Block, schnappen wir uns nochmal einen normalen Pisten, den wir jetzt hier so rum platzieren, dann sollte der auch gleich ausfahren. Und dann bauen wir hier oben noch einen Kondensator dran. Den bauen wir wie folgend. Wir bauen jetzt einmal 1, 2, 3 Komponenten so in den Block guckend hier rein. Dann bauen wir hier noch Redstone hin und das Ganze hier nochmal genauso. Nur, dass die Komponenten diesmal in die andere Richtung schauen. Je nachdem, wie lange ihr diesen Kondensator hier macht, bleibt die Tür auch länger oder halt kürzer auf. So, jetzt hätten wir das Ganze hier. Das Redstone ist jetzt immer noch an, weil das Ganze nicht ordentlich nach unten geschoben wurde. Ich habe euch nämlich gerade was Falsches erzählt. Wir müssen hier den Pisten hinmachen. Das heißt, ein Block tiefer, als ich euch gezeigt habe. Und ihr seht schon, die Tür sollte jetzt gleich, wenn dieser Kondensator da oben ausgeht, wieder schließen. Zack, ihr seht, das Ganze funktioniert super. Dann schnappen wir uns noch eine Redstone-Lampe, die wir jetzt einmal hier in die Wand reinmachen. Dahin, dann machen wir hier einmal einen Knopf dran und dann können wir uns natürlich noch ein Schild nehmen, wo wir draufschreiben, was dieser Knopf halt kann oder beziehungsweise bewirkt. Schnappen wir uns jetzt wieder unseren Baublock. Ich mache das Ganze jetzt hier mal ordentlich mit Wolle. Zack.
Dann verbinden wir das Ganze hier einmal mit diesen Pisten. Das machen wir, indem wir das Ganze einfach so verbinden. Zack, das ist jetzt hier genau dieser Pisten, der auch das hier nach oben schiebt. Ihr könnt, müsstet ihr natürlich jetzt noch auf dieser Höhe eine Decke drüber ziehen. So, dann muss ich jetzt hier einmal spicken, wie ich das gebaut habe. So, okay. Dann bauen wir das Ganze jetzt hier einmal noch einen Block weiter. Und dann kommt einmal hier jetzt noch ein Repeater auf voller Stufe hin. So, und dann können wir das Ganze eigentlich auch... Ja, ich habe das hier einen Block höher gesetzt. Ja, komm, wir machen es jetzt auch einen Block höher. Dann bauen wir uns jetzt hier einmal einen Kondensator hin. Weil das passt hier leider nicht mehr hin. Wie habe ich das denn da hinten gemacht? Ah, ich habe den nach hinten gesetzt. Okay, dann machen wir das jetzt hier genauso. Das heißt, wir setzen jetzt, wie schon gesagt, hier einen Repeater auf voller Tickstufe hin. Dann setzen wir hier einmal so zwei Blöcke hin und bauen das Ganze dann weiter nach hinten. Ist natürlich jetzt blöd, dass das bei mir mit dem Platz nicht so ganz passt, aber egal. Und dann bauen wir hier nochmal das gleiche wie oben an der Tür. Nämlich einmal drei Kompoeter so rum und drei Kompoete andersrum, dann sollte das Ganze bei euch so aussehen. Ich mache mal das hier oben weg. So sollte das Ganze bei euch aussehen. Dann müsst ihr euch jetzt das Ganze nochmal so verbinden. Hier, wo die Fackel ist, da macht ihr jetzt einmal einen Repeater so vor. Zack, dann kommt hier einmal noch eine Redstone-Fackel hin und hier ein Redstone vor. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir nämlich nur noch hier ein Repeater dran machen. Dann schnappen wir uns jetzt noch einmal Glowstone. Den wir jetzt hier und hier hinsetzen. Dann brauchen wir einen Notenblock. Beziehungsweise zwei davon. Einen hier und einen hier. Dann kommt hier noch einmal Wolle zwischen. Und hier ein Repeater auf voller Tickstufe. Der erste, den klicken wir einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mal an. Und den zweiten 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, ihr hört das Ganze gar nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ihr könnt das Ganze einfach genauso nachbauen. Und dann sind wir auch schon fertig. Ihr seht, die Lampe ist jetzt hier im Moment aus. Und wenn wir jetzt hier auf den Knopf drücken, ertönt der Signalton und das Ganze leuchtet hier auch. Wir warten jetzt nochmal, bis die Tür hier schließt. So, die Tür schließt jetzt hier gleich. Zack. Und ihr seht, das Ganze mit dem One-Click Open funktioniert hier auch. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Aber falls du noch kein Teil der RBA bist, kannst du das jetzt ganz einfach ändern, indem du auf Abonnieren klickst und so auch kein Video mehr verpasst. Das war's, Leute. Ich wünsche euch was und ciao.